Nun habe ich von einem Politiker ein Zitat gefunden, der sagt, niemand kann mir nachsagen, dass ich je Vokabeln verwandt habe wie Gürtel enger schnallen, entsagen, entbehren, denn das alles ist kein Heilmittel für wirtschaftlichen Erfolg. Das war Ludwig Erhard 1957 und sein Buch ist Wohlstand für alle. Pfarrer Zwan, ist Gürtel enger schnallen, entsagen, entbehren, das, was bei den Menschen ankommt und was sie auch freiwillig mitmachen? Oder wächst da etwas bereits, dass man sagt, ich will wieder Ludwig Erhard, ich will, dass der Gürtel wieder ein bisschen weiter geschnallt wird? Ja, was hat der Bürger für eine andere Möglichkeit? Erstmal, er muss sich auf Steuern und Inflation einstellen, schauen, wie er damit am besten umgeht. Dann kann natürlich noch eine politische Frage dann im Hintergrund dahinter kommen. Ich fand sehr schön, wie Herr Holznagel vorhin sagte, wir müssen strukturell denken. Ich will es vielleicht so auf einem Satz sagen. Ich finde, der Staat übernimmt sich und mit vielen Aufgaben, EU retten, Klima retten, Kampf gegen Rechts, Geschlechtergerechtigkeit, Sieg über Atemwegsvirus, Tierwohl, keine Rezession darf es mehr geben, Energiewende, jetzt soll noch Ukraine gewinnen. Und das heißt, wenn der Staat sich übernimmt, muss er finanziell seine Bürger ausnehmen. Sonst schafft er das ja gar nicht. Wenn der Staat sich übernimmt, müssen die Kleinen draufzahlen. Der Staat, der sich übernimmt, muss seine Bürger ausnehmen. Und deshalb würde ich sagen, wir müssen auch strukturell denken und da schon ansetzen, welche Aufgaben sind wirklich Aufgaben des Staates. Und wo wird dem Bürger vielleicht auch manchmal was übergestülpt, wo dann auch der böse Lümmelbürger sich dann vielleicht auch wehrt, was die ganze Sache dann noch komplizierter macht.